Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommt eine Winterroomtour. Ja, ich habe auch den passenden Pulli an. Voll süß. Ich liebe einfach den Winter, weil es dann so schön gemütlich ist. Ich zeige euch einfach mein ganzes Zimmer. Bevor die Roomtour startet, zeigen wir euch noch was Cooles. Schaut mal, was wir haben. Den Zauberkasten von Clementoni von den Ehrlich Brothers. Und den zeigen wir euch jetzt. Da sind einmal drin Karten, Zauberkarten. Ein Würfel. Also ein echter Zauberwürfel. Genau. Mit verschiedenen Motiven drauf. Genau. Dazu gibt es dann auch noch Ersatzaufkleber. Einen Daumen. Eine Tafel mit einem passenden Stift. Kann man was draufschreiben? Genau. Einen schwarzen Stift. Einen Bleistift, ja genau. Und einen Block mit einem Schwamm. Da kann man nämlich die Zahlen hier wegradieren. Eine dicke Einleitung mit vielen Zaubertricks drin. Dann was haben wir noch. Nochmal eine Tafel. Gedankenlesen-Karten. Genau. Und nochmal ein paar Karten. Und jetzt zeigen wir euch ein paar coole Zaubertricks. So Mama, ich führe dir jetzt einen richtig tollen Zaubertrick vor mit den Zauberkarten. Bin ich mal gespannt. Dann leg mal los. Ja, ich leg auf jeden Fall los. Ein bisschen mischen. So. Bin ich mal gespannt. So, den restlichen Stapel legen wir hin. Okay. So. Such dir eine Zahl aus, merke sie dir und zeige sie mir nicht. Okay. Ja, habe ich. Okay, gut. Mal gespannt, was jetzt passiert. Mhm. Ist deine gemerkte Zahl hier dabei? Nein. Okay. Da war sie nicht dabei. Ja. Da vielleicht jetzt. Ist sie jetzt dabei? Immer noch nicht. Okay. Vielleicht jetzt. Mal schauen, ob sie jetzt dabei ist, meine Zahl. Hier? Immer noch nicht. Aber jetzt kommt was sehr Gutes. Mal schauen, ob Luisa meine Karte entdeckt. Auf jeden Fall. Der Zauberin. Ach so. War das deine Zahl? Das war sie. Die 5. Wow, wie hast du das denn gemacht? Zauberer verraten ihre Tricks nicht. Der war auf jeden Fall gut, der Trick. So, Luisa, jetzt zeige ich dir einen Zaubertrick. Hier ist ein Würfel drin und da sind Motive drauf. Du suchst dir ein Motiv aus. Das Motiv muss hier oben sein. Steckst den Würfel wieder in die Box und verschließt die Box. Mhm. Ich drehe mich um, damit ich nichts sehe. Okay. Und sagst mir Bescheid, wenn du fertig bist. Mhm. Und dann kannst du mir die Box wieder geben. Mhm. Hole ich das hier. Okay. Moment. Mach die Box auf jeden Fall wieder zu. Und wie? So? Ja. Gut. Box ist zu. Jetzt einmal kurz hinter meinen Rücken, wie das auch ein richtiger Zauberer macht. Dann werde ich erraten, was du dir ausgesucht hast. Okay, ich bin mal gespannt, Leute. Warte mal ab. So, es ist blau, es ist ein Tier, ist schon mal richtig? Es kann fliegen? Ja. Okay, es ist ein Schmetterling?
Ja. Hör mal schauen, ob es richtig ist. Ein Schmetterling. Oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Fähigkeit. Oh mein Gott, wie cool. Ja, so Luisa, ich kann deine Gedanken lesen. Pass mal auf. Du denkst dir jetzt ein Alter aus zwischen 1 und 60. Okay, Ist egal, welche Zahl, also. Ja. Zwischen 1 und 60 hast du eine Zahl gedacht. Okay. Ich werde jetzt anhand dieser Karten deine Gedanken lesen können. Okay. Also, fangen wir mal an. Fangen wir mit der ersten Karte an. Ich schaue hier durch und damit kann ich deine Gedanken lesen. Du sagst mir jetzt, ob deine Zahl auf dieser Karte drauf ist. Nein. Da ist sie nicht. Okay. Ist sie hier? Ja. Okay. Ist sie hier? Nein. Hier vielleicht? Ja. Okay. Ist sie hier? Nein. Ist sie hier mit drauf? Nein. Dann glaube ich, deine Zahl ist die Nummer 10. Ja. Da-da-da-da. Hä? Anhand dieser Karten kann man Gedanken nehmen. Wow, oder? Ja, da steht mir der Mund offen. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Zaubertricks. Zum Beispiel diese fesselnden Zahlentricks. Dann erstaunliche Vorhersagen. Das Gedankenlesen haben wir euch ja gezeigt. Ja, ist auf jeden Fall richtig cool und es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Also erstmal habe ich hier meine Bettwäsche. Ist mega schön. Graue Bettlaken. Und eine Kuscheldecke. Schön weihnachtlich. Die Decke passt auch super zu der Bettdecke, weil ich habe gedacht, ach komm, das passt doch ganz gut dazu. Also habe ich sie mir geholt. Fangen wir mal an mit meiner Elch-Ecke. Genau, also da habe ich einmal so ein Elch. Genau, dann noch ein Elch-Bild, wo drauf steht Merry Christmas. Und eine Elch-Lichterkette. Richtig süß finde ich die. Und ein Elch-Pulli. Oh yeah. Die Lichterkette finde ich so süß, weil da so kleine Elchköpfe drauf sind. Und hier unten habe ich noch so einen schönen Anhänger, so gesagt. Ja, voll schön. Hier habe ich wieder ein Bild. Dann noch eine tolle Lichterkette. Die ist hier mit so durchsichtigen Perlen. Hier noch Tannenbäume. Hier ein Porzellanschneemann. Hier schön mit Federn. Und hier noch ein Baum. Hier habe ich auch noch so einen Anhänger. Eben waren Sterne und jetzt ein Tannenbaum. So, schwupps. Jetzt kommen wir zu meiner Fensterbank. Genau, hier habe ich einen Baum mit Schnee. Aber natürlich nicht mit echtem Schnee. Dann noch hier ein Häuschen. Eine Pflanze. Und hier habe ich dann auch noch eine Lichterkette. Mit Sternen und hier habe ich dann noch so Schneeflocken an Sticker. Hier unten ein sehr helles gelbes Haus. Wieder ein Häuschen. Wieder meine gute Pflanze. Und hier wieder eine Lichterkette, diesmal mit Tannenbäumen. Hier ein kleines Rentier, voll süß. Und hier noch zwei Wandsticker, Schneeflocken. Und hier wieder ein Baum. Ich meinte natürlich nicht Wandsticker, sondern Fenstersticker. Ja, das ist mein Adventskranz. Den hatte ich auch schon letztes Jahr und ich habe extra für euch eine Kerze angezündet bzw. halt angemacht. Weil wenn ihr das Video schaut, dann ist ja der erste Advent. Und ja, eigentlich, also
wenn ich heute drehe, haben wir heute den 26. November. Dann habe ich hier noch an meiner Lampe wieder den Puschelstern. So kuschelig könnte ich 10 Stunden lang streicheln. Hier habe ich noch einen Engel, ein Glasengel. Genau, der wechselt immer die Farben. Hier mein Stiftehalter. Hier noch eine Schneekugel, die man anmachen kann. Also halt so Licht. Wisst schon, was ich meine. Hier habe ich wieder mein Herz. Heart. Hier unten habe ich dann einen Anhänger, wo drauf steht Merry Christmas. Ja, um das Herz habe ich dann einfach eine bunte Lichterkette drum gemacht, weil es ganz cool aussieht. Ja, hier habe ich einen Stiftehalter und Handy-Ladestation in einem. Hier dann noch ein Glitzerreh mit einem Glitzertannenbaum. Hier noch eine Kerze. Hier wieder mein Stiftehalter. Und hier habe ich dann ein Glas genommen und habe da eine bunte Lichterkette reingemacht. Das sind so Sterne. Und ja, das Glas finde ich voll cool. So, kommen wir zu der Seite. Hier wieder mein Schneeteppich. Genau, voll kuschelig. Ich liebe den einfach. Hier ist wieder Schneeli. Voll süß. Ja, hier habe ich wieder um meinen Spiegel rum wieder das Gleiche, weil das so schön aussieht, habe ich das nochmal gemacht. Ja, hier oben habe ich, also das ist jetzt neu, habe ich jetzt einen Stern einfach dran gehangen. Kommen wir zu meiner kleinen Kommode. Ja, hier sind zwei Echtwachs-Tannenbaumlichter. Boah, oh mein Gott, voll das lange Wort. Naja, hier habe ich so ein Stoffstern. ja, mit hier oben wieder ein Glitzerreh, aber diesmal nur ein Kopf. Und da steht drauf Christmas. Hier wieder meine gute alte Lampe. Hier habe ich wieder mein Merry Christmas Bild. So, kommen wir zum besten Teil meiner Riesenkommode. Ja, hier ist eine LED-Glaskugel, die ist neu. Und hier habe ich einen Adventskalender und hier unten ist auch noch eine kleine Schublade. Ich hatte Lea ja letztes Jahr in meiner Brotdose immer die kleinen Sprüchlein von der Mama in die Brotdose bekommen. Und dieses Jahr macht die Mama mir die einfach ins kleine Schüppelchen. Schüppelchen. Ich meinte Schublättchen. Wenn ich dann nach Hause komme nach der Schule, dann wandere ich direkt in mein Zimmer. Und dann mache ich die Schublade auf und wieder den Spruch. Und das macht gute Laune. Hier habe ich mein Beauty-Kästchen, so gesagt, mit Bodyspray und so weiter. Ihr wisst ja schon. Ja, hier ist eine Lichterkette mit Tannenbäumen. Hier sind meine Lichter. Die sind so cool. Ja, die sind halt mit Touch. Und ja, jetzt haben wir das so weihnachtlich gelichtet. ich weiß, das Wort gibt es nicht, aber egal. Ja, das haben wir so ein bisschen weihnachtlich, winterlich gemacht. Aber ich weiß, es passt nicht so richtig zu Winter und Weihnachten. Aber ich finde halt, dieses Blau passt halt ganz gut zum Winter. Ja. Dann habe ich hier noch so einen Stern. Hier ist Glitzer und hier sind auch noch 3 Sterne, die mit Glitzer umrandet sind. Ja, dann habe ich hier noch mein Kamin in Weiß. Hier habe ich dann noch einen Tannenbaum, der auch die Farben wechselt. Der ist halt aus Glas. Hier habe ich noch einen Schutzengel. Voll süß. Letztes Jahr hatte ich ja einen Tannenbaum in riesig. Nur als wir das abgemacht haben, mussten wir die ganze Wand neu tapezieren. Und das wollen wir dieses Jahr nicht. Deswegen habe ich einen kleinen Tannenbaum. Ja, der reicht ja auch. Wir blenden euch jetzt mal ein Vorher-Nachher-Bild ein, weil die Mama hat das nämlich selber gemacht. Und Mama, du hast es sehr gut gemacht. Danke. Die Mama hat extra ein kleines Säckchen gekauft, wegen dem Batterienkästchen, weil es sieht dann nicht so schön aus. Und ja, das Säckchen ist ganz cool.
Ja, ich finde den mega schön, weil der so weihnachtlich ist. Und hier unten bei der Kugel steht auch Merry Christmas. Ja, diese Kugeln haben hier so Glitzerschnee drin und die anderen sind halt rosa, weiß und halt so mattrosa. Ja, auf jeden Fall finde ich den mega schön. Ich bin so froh, dass die Mama den gemacht hat. Ich habe jetzt so viel über den Weihnachtsmann erzählt, aber jetzt machen wir mal weiter. Kommen wir zu meinem Bücherregal. Genau, hier habe ich ein Rentier mit goldenen Hörnern. Genau, hier habe ich noch einen Weihnachtsbaum, der so weich ist. Hier noch eine Glaskugel, die hatte ich ja schon letztes Jahr, mit Kunstschnee drin. Eine schöne Weihnachtszeit, ein Häuschen. Ja, hier ist halt mein Kalender, ich wollte schon Adventskalender sagen, mit dem Kommunionskreuz, meiner selbstgeblasenen Kugel und meiner neuen selbstgeblasenen Kugel. Und das letzte Teil in meinem Zimmer ist das schöne Bild. Das ist richtig cool. So, jetzt mache ich nochmal das Licht aus und dann gibt es einen Rundumschwung. Ein bisschen inspirieren und auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen, weil ich bin so dolle in Weihnachtsstimmung. Ich weiß auch nicht warum, das war ich schon als Halloween war, da war ich überhaupt nicht in Halloween-Stimmung, da war ich eher in Weihnachtsstimmung, aber egal. Naja, und wie immer grüße ich zwei Leute. Einmal Mustafa und einmal Victoria. Hallo ihr Lieben! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!